Adventsimpuls. Unsere Vorbereitung auf Weihnachten. Wir haben schon darüber geredet, dass wir mit dem Herzensgebet in verschiedenen Formen, sie können auch eigene wählen. Also zum Beispiel Vater, Sohn und Heiliger Geist, Halleluja. Oder eine eigene Form, die sie entwickeln. Das immer vor sich hin sagen und so in eine innere Ruhe, eine innere Stimmung und auch in eine Gegenwart von Gott hineinzukommen. Über das haben wir schon geredet. Das Herzensgebet ist eine Möglichkeit, in der Adventszeit ein bisschen innerlich zur Ruhe zu kommen und auf der anderen Seite auch Gott ein bisschen näher zu kommen. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Und es gibt vielleicht eine, die ich finde, die hilft noch jemandem. Das ist das Kaffeestündchen mit Jesus. Also Kaffee muss es nicht sein. Aber einfach, wenn Sie eine Pause machen und alleine sind, dann können Sie auch einen Tee oder einen Kaffee oder ein Glas Wasser oder was Sie möchten trinken. Und dann sind Sie mit Jesus. Dann sagen Sie ihm, was Sie auf dem Herzen haben. Sie können ihm auch danken. Sie können auch den Tag mit ihm durchgehen. Oder Sie können einfach da sein und mit ihm zusammen sein, auf ihn hören. Ein Kaffeestündchen mit Jesus. Es muss kein Stündchen sein, es sind vielleicht 10 Minuten oder eine kurze Zeit. Aber probieren Sie es mal. Vielleicht ist das etwas, wo für Sie ein Weg ist, um Gott und Jesus ein bisschen näher zu kommen. Und es ist vor allem ein Weg, dass Sie mal wieder in Ruhe können, einen Kaffee oder eine Teepause machen können. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Gelobt sei Jesus Christus und einen schönen Tag.